Ich habe gestern ziemlich geschimpft, dass es mir auf den Sack geht, dass immer alle mitreden wollen und wollen, dass wir uns rechtfertigen und äußern zu firmeninternen Dingen. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit selber unsere Schuld ist, weil wir natürlich auch, also, weil wir immer gesagt haben, Community-Sender und auch der Start von Rocket Beans TV natürlich auch durch das Community-Crowdfunding damals zumindest auch ja, mit möglich gemacht wurde. Aber, und das habe ich auch immer gesagt und immer betont, wir sind trotzdem nicht erpressbar. Wir machen unseren Content, wir machen das in unterschiedlichen Konstellationen seit Giga, seit 21 Jahren und wir freuen uns und ich freue mich über jeden, der uns supportet. Bei manchen kommt das manchmal so an, dass sie denken, ey, ich bin im Supporters Club oder ich habe irgendwie gesubbt oder sonst irgendwas und deshalb habe ich auch das Recht auf. Nein. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Der Umkehrschluss ist nicht, dass wenn man supportet, dass man dann darauf Recht hat, auf denjenigen, der was macht, ob das der Sender Rocket Beans TV ist oder die Person Etienne Gade, zu sagen, du musst uns jetzt was sagen oder ihr müsst es so machen oder ihr müsst es so machen oder sonst irgendwas. Und wenn ihr es nicht macht, dann höre ich auf, euch zu supporten. Das ist natürlich immer euer Recht. Das ist immer euer Recht. Das müsst ihr gar nicht betonen. Davon gehen wir sowieso aus. Wenn einem was gefällt, dann supportet man's. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann hört man auf. Dann stellt man den Support ein. Völlig normal. So mache ich das ja auch. Mit anderen Sachen. So. Aber man erkauft sich damit nicht Mitspracherecht oder Empörungsrecht oder sonst irgendwas. Das möchte ich an der Stelle einfach sagen. Und das habe ich gestern versucht auch nochmal zu sagen. Wenn ich sage, ey, dann geht aus dem Supporters Club oder dann hört auf zu abonnieren oder sonst irgendwas. Wenn ihr wirklich so frustriert seid mit allem, was, ich sag jetzt mal, Rocket Beans macht. Und ich weiß, ein ganz großer Teil ist es nicht so. Es ist teilweise wirklich eine überschaubare Gruppe, die zwar größer ist, als ich das gedacht hätte oder als ich mir es auch teilweise erklären kann. Aber ich weiß, es sind nicht alle und es ist nicht die Mehrheit. Aber es richtet sich deshalb auch an diese Leute, die so unzufrieden sind. Wenn ihr wirklich so unzufrieden seid, euch nicht mehr identifizieren könnt mit den Inhalten, mit der Art und Weise, wohin sich Rocket Beans entwickelt, wie sich Rocket Beans entwickelt, wie sich Rocket Beans verhält und so weiter, dann ist das vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Und dann bitte ich euch einfach nur, guckt was anderes. Macht was anderes. Unterstützt jemand anderen. Jemanden, von dem ihr der Meinung seid, der hat es mehr verdient. Der braucht es mehr. Der ist näher an eurer Ideologie von den Sachen, wo ihr sagt, ich habe im Monat meine 20 Euro, die teile ich auf, den und den und den auf. Vollkommen okay. Rocket Beans hat auch die Aufgabe, diesen 120 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, eine Perspektive zu bieten und fair und gerecht zu sein allen Mitarbeitern gegenüber. Nicht nur denen, die ihr vielleicht kennt oder die ihr seht. Oder die ihr mögt, weil sie vor der Kamera sind. Da gibt es auch eine ganze Menge Leute hinter der Kamera, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und da sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die da auch ablaufen, von denen ihr einfach keine Ahnung habt. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil die könnt ihr nicht wissen. Ich weiß auch nicht alles, was bei Rocket Beans abgeht. Das könnt ihr mir glauben. Ich kann verstehen, wenn man nur einen Bruchteil der Informationen hat, dass man dann erstmal denkt, man wüsste Bescheid oder so. Aber ich finde es unfair allen anderen Mitarbeitern gegenüber und Mitarbeiterinnen gegenüber, wenn man dann irgendwie ja einfach versucht, durch Aggression und durch Druck und durch Drohungen irgendwie irgendwas durchzusetzen, was erstens eh nicht gelingen wird, weil wir uns da überhaupt nicht unter Druck setzen lassen von niemandem. Da könnt ihr euch sicher sein, wir haben uns nicht bei Sandro unter Druck setzen lassen. Wir werden uns auch nicht in der Causa Dennis jetzt unter Druck setzen lassen, weil da sind schon kluge Leute auch am Werk. Das könnt ihr mal glauben. Leute, die seit Jahrzehnten Erfahrungen haben. Es wird gemeinschaftlich diskutiert und beschlossen und geredet auf Augenhöhe, offen und transparent mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das Bild, was manchmal gemalt wird, könnte nicht falscher sein. Aber wir sind eine Firma und wir können nicht uns öffentlich
zu den Dingen so äußern, wie das vielleicht eine Privatperson machen kann. Und es ärgert mich, muss ich wirklich an der Stelle sagen, es ärgert mich, gerade wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Ex-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann irgendwas erzählen, und das hatten wir bei Wolf, das hatten wir bei Hauke, das hatten wir noch bei anderen Leuten, die dann irgendwas erzählen, und ihre Seite der Dinge ist vollkommen in Ordnung, die können ihre Seite der Dinge auch schildern. Und es ist auch alles cool mit den Leuten. Aber wir haben vielleicht auch manchmal Gründe und Einschätzungen und Meinungen zu den Themen, die wir auch einfach nicht sagen, weil wir keine Schlammschlacht mit irgendjemandem wollen. Und weil wir nicht öffentlich irgendwelche Sachen thematisieren, die intern geregelt werden müssen. Und ganz gleich, ob man findet, dass Dennis mehr oder weniger streamen sollte oder dass er das Recht hatte, dies oder das zu machen, es ist ein Thema, das man mit seinem Arbeitgeber klärt, das man intern klärt und nicht öffentlich. Und das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, und da nehme ich jetzt auch kein Blatt vom Mund, und das sage ich Etienne und nicht Rocket Beans oder sonst irgendwas, sondern der Dennis ist seit, naja, 15 Jahren oder noch länger on air, und er weiß genau, wie sensibel die Community ist, wie viel Kritik und wie viel Kritik es gab an der Umstellung in gewissen Kreisen, und sich dann vor die Kamera zu setzen und entgegen anderer Absprachen und Diskussionen und einfach auch anderer Wahrheiten sich vor die Kamera zu setzen und so einen Shitstorm auszulösen, da bin ich persönlich enttäuscht. Das sage ich ganz klar, und das habe ich ihm auch gesagt. Könnt ihr mir sicher sein, das habe ich ihm schon vor 2 Tagen, nachdem ich das Video gesehen habe, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, habe ich mit ihm gesprochen. Und das muss ich ganz klar sagen. Es gibt Sachen, die müssen intern geklärt werden, und es gibt Sachen, die kann man öffentlich machen. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil ich habe ein bisschen mehr Einsicht als ihr. Und das wollte ich einfach nochmal klarstellen, wenn Leute jetzt auf die Barrikaden gehen oder wieder irgendeinen Shitstorm lostreten wollen, dann zeigt das einfach nur, wie wenig ihr manchmal auch wisst. Ja, es kann sein, dass ich es mehr in die Öffentlichkeit ziehe, als es sein sollte, aber ich wollte es einfach mal sagen, weil mir das auch auf den Senkel geht. So. Ich hack das Thema jetzt auch damit ab. Damit ist das Thema wirklich für mich komplett erledigt, aber ich sehe es auch nicht ein, dass immer alle irgendwas sagen und sich äußern dürfen, und ich muss immer die Klappe halten und darf nichts sagen oder so. Das geht mir auch auf den Sack. Ihr wollt doch Ehrlichkeit, ihr wollt doch Transparenz. Dann ist es auch okay, wenn ich mal was dazu sage, aus meiner Sicht. So. Ja, 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 es gibt gerade eine Befreiungsfront, eine Hashtag-Befreiungsfront für Dennis Richtarski, unseren geschätzten Mitarbeiter bei Rocket Beans, aufgrund einer unschönen Geschichte. Ich sag jetzt mal, das ist eine Mischung aus Kommunikationsfehler, Missverständnis, vielleicht auch emotional zu viel in einem Livestream gesagt, und dann aber letztendlich wird das jetzt alles intern geregelt. Deswegen werde ich mich zu Dennis Richtarski, den ihr natürlich auf Twitch findet unter Denzel zockt, wenn ich mich nicht irre, wobei es ja eigentlich meistens Denzel isst Pizza sein könnte. Also wenn ihr dazu Fragen habt, Themen, ich kann euch dazu keine Meinung geben, ich werde euch da auch kein Feedback zu geben, ich bin nicht mal einer der Entscheidungsträger dieser ganzen Situation, und ich bin auch nicht in der Lage, da irgendwas zu sagen. Und selbst wenn ich das wäre, das muss ich auch nochmal sagen, selbst wenn ich das wäre, würde ich definitiv gar nichts sagen, weil alles, was man sagt, das sind Internas. Wir sind eine Firma, wir haben 120 Mitarbeiter, die Branche kennt uns, wir sind seit 25 Jahren, sind wir am Start. Wir haben noch nie, und es gab mehrere Situationen, ich brauche jetzt gar nicht die Namen nennen, aber es gab immer wieder Situationen, wo wir darum gebeten wurden, etwas über interne Prozesse aufzuklären oder als die Bösen dazustehen und zu leiden. Das haben wir nie gemacht, behaupte ich. Und es gab einige Geschichten, wie gesagt, die Welt ist lang und groß und es passieren viele Dinge, und wir hatten hier schon hunderte Leute, ne? Es sind Sachen passiert, wo man denkt, okay, fuck,
das kannst du nicht nach außen irgendwie kommunizieren. Das musst du irgendwie so kommunizieren, dass es neutral ist, weil bestimmte Dinge halt eben nicht nach draußen gehören. Dasselbe ist jetzt passiert. Es geht um Internas, es geht um Absprachen, es geht um Verträge, es geht um Dinge, die hier seit über einem Jahr geplant sind oder waren und dann in Bewegung kamen. Also es gibt wirklich ganz viele Gründe, warum man das Thema nicht besprechen kann. Schon mal ich gar nicht, weil ich ja eh quasi, ich bin ja mittendrin. Ich stehe ja im Auge des Orkans und da sieht ja vieles anders aus. Da ist es meistens windstill. Diese Regelung, die wir jetzt im November getroffen haben, nach einem Jahr Planung, haben wir im November dann uns entschieden, okay, wir machen es jetzt möglich, dass die Leute, die streamen, denn das ist vorher passiert, jetzt auch streamen dürfen. Und zwar legal. Denn vorher ging das nicht, denn in jedem Vertrag steht keine Konkurrenz zu deinem Produkt. Da brauchen wir nicht diskutieren. Das steht drin, da hältst du dich dran, du hast ihn unterschrieben. Da, so funktionieren Verträge. Das ist ganz einfach. Und wenn du dann die Chance hast, das zu machen, zu wechseln, dann musst du sie halt wahrnehmen. Also es ist ja nicht, unsere Aufgabe ist ja nicht, jede einzelne Person zu nehmen und zu sagen, wir wissen, was für dich gut ist. Du gehörst ins Streaming. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Denzel oder wie oft ich hier gesagt habe, dass Dennis ins Streaming gehört. Dass ich nicht verstehe, warum er nicht will. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht wollte. Das betrifft mich ja auch nicht, weil wir ja auch nicht so eng sind. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich weiß ganz genau, dass er effektiv mehrfach gesagt hat, er will es nicht. Ihr habt mir das gesagt. Der Chat hat es mir immer wieder gespiegelt. Als er dann live war, was habe ich gemacht? Es gefeiert, ihn ständig gepusht und ihm 3 oder 4 Raids allein in der letzten Zeit gebracht. Ich saß sogar noch mit in seinem Chat, habe mit den Leuten gequatscht, damit die nicht nur denken, ich raide jetzt einfach nur Denzel damit Rocket Beans, sondern ich bin dann auch da und rede mit den Leuten und gucke mir das an. Das ist mein Setting. Okay? Und alles, was ich jetzt mitkriege, ist, dass es eine Menge Gemeinheiten gibt über mich, die geschrieben werden. Da werde ich einfach mit einbezogen. Mir werden Dinge unterstellt, die so fern von mir sind. Nicht nur intern fern, weil ich gar nicht in diesen Bereichen arbeite oder damit Bescheid weiß, sondern auch einfach extern, emotional so fern von mir sind. Ich habe diese Dinge, die mir vorgeworfen werden, die habe ich gar nicht. Die mache ich nicht, die habe ich nicht. Insofern muss ich mich da raushalten. Ich merke es in den Zahlen, es sind jetzt irgendwie, also den einen oder anderen freut es jetzt, der andere denkt sich, naja, ist halt normal. Aber also 1000 bezahlte Abos sind weg seit gestern und auch 200, Follower sind irgendwie auch ein paar hundert weg. Also was ich damit meine ist, ich sehe ja, dass das irgendwas bewirkt, dass ihr da emotional seid, dass ihr da irgendwie das Richtige tun wollt, jemanden bestrafen wollt und. Und es ist auch okay. Weil letztendlich bin ich in diesem Streaming-Game auch, dann geht halt einer weg, dann kommt einer dazu, so ist es halt hin und her, dieses Hoch und Runter habe ich schon 100 Mal erzählt, so ist es halt, damit muss man halt leben. Aber die Frage ist doch eigentlich, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ich will und darf und kann nicht und bin nicht der Mensch, der jetzt Internas ausplaudert oder in irgendeiner Form, wenn auch nur verklausuliert, euch jetzt erklärt, was da eigentlich passiert ist. Aber ich kann euch nur sagen, ihr wisst, super wenig über das, was eigentlich dahinter steckt. Und dann ist es halt echt schwer, sich das anzugucken und sich zu überlegen, okay, ich darf dazu nichts sagen. Ich sollte dazu nichts sagen. Und ich bin fast stolz darauf auch, dass ich, also gestern saß ich hier und habe mich nicht online getraut. Das muss man sich mal reinziehen. Ich sitze hier vor meinem eigenen Stream, ich habe nichts mit dem ganzen Kram zu tun und ich traue mich nicht live zu gehen, weil ich sehe, wie Ede und Nils angegangen werden. Und alle nur darauf warten, dass Ede was Emotionales sagt, wo ich ihn völlig unterstütze, was dann wieder durchs Dorf getrieben werden kann. Also es ist eine super unschöne Situation, ich kann es nicht anders sagen, ich fühle mich sehr unwohl. Ich bin hier in meinem Safe Space durch diese Situation und da gebe ich Dennis durchaus auch eine Mitschuld. Bin ich hier in meinem eigenen Safe Space, jetzt werde ich quasi angegriffen, bin ich unsicher. Mein schönes Mon-Ding hier ist im Moment kaputt, sage ich ganz offen. Ich mache es jetzt im Moment nur, weil ich es machen muss. Ich bin wirklich den Tränen nahe, weil mich das so... Es ist eine gewisse Unfairness, die in dieser Sache steckt, die mich einfach echt traurig macht. Intern sind die Leute traurig, alles ist irgendwie scheiße und traurig. Und es wäre weniger schlimm geworden, wenn man nicht von Anfang an auf die Leute gehört hat. Damit meine ich jetzt nicht Dennis, sondern ich meine die Leute, die das dann nehmen, es in Scheiße wälzen, bis so ein riesiger Ball draus geworden ist und es dann immer wieder den Berg runterrollen, weil es ihnen halt Bock macht. Es sind nicht viele, aber es gibt sie und ich, wie gesagt, das ist jetzt kein Rant gegen Hater. Ich meine, guckt es euch doch an, so Ukraine und der ganze Shit. Ich glaube, alle Leute sind ziemlich verballert. Ich glaube, alle Leute sind aktuell völlig
unter Strom, überfordert und unterskillt für diese Situation. Wir haben eine der schlimmsten Situationen, die ich mir vorstellen kann. Es wird jede Woche mit Atomkrieg gedroht. Europa wird angegriffen. 2 Jahre Corona. Also, ich sag nur, ich verstehe jeden, der da irgendwie denkt, er steht jetzt irgendwie auf der richtigen Seite oder er kämpft für irgendwas oder irgendwen. Und ich verstehe auch, dass man da manchmal die eine Sache auf die andere transportiert und dann wird eine Sache, die eigentlich ganz klein und unwichtig ist, wird mega aufgeblasen und plötzlich ist das Ding. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war noch nie so schlimm für mich, hier zu arbeiten und für euch zu arbeiten wie jetzt. Weil mir das echt, mir macht das echt zu schaffen. Ich bin da Tag ein, Tag aus, bin ich mit diesem Thema, werde ich konfrontiert, ob ich will oder nicht. Ich wollte jetzt natürlich auch nicht drüber reden, ne? Aber es ist, man kann auch irgendwie nicht ohne darüber zu reden, das jetzt hier einfach mal anfangen. Ich glaube wirklich, dass ganz viel an der Stelle einfach schiefgelaufen ist, an einer Stelle, wo man einfach mehr miteinander hätte reden müssen. Allerdings finde ich, sehe ich da den Impulsgeber woanders als manche von euch, die eben sagen, so, das ist alles Rocket Beans Schuld, das sehe ich nicht. Wir haben uns eigentlich auf dem Papier, haben wir alles richtig gemacht, wir haben nichts falsch gemacht, auf dem Papier. Jetzt war ich nicht bei Gesprächen dabei, kann ich nicht sagen, wie die liefen, aber an sich, wir haben hier 120 Leute und allen ist bewusst, was wir hier machen. So einfach ist es. Wir hatten vor dieser Regelung, kann ich gleich nochmal ein bisschen historisch was in den Kontext bringen. Ihr erinnert euch sicher, wir hatten vor dieser Regelung bei Rocket Beans lange Jahre, hatten wir Streamer, die bei uns arbeiten und nebenbei streamen. Und dann war der Druck von euch, also ich sag euch, meine aber jetzt halt die Leute, die dann diese Meinung hatten. Ich kann ja nicht jetzt, weiß nicht, waren das 10%, 20, 50, waren das alle, war das keiner? Ich weiß es nicht, aber ganz viele haben dann gespiegelt, naja, das ist ja wieder typisch Rocket Beans, dass sie alle ihre Leute einfach streamen lassen. Ja, dann könnt ihr mal gucken, wie die gleich irgendwie bald wo anfangen. Dann fangen die halt alle jetzt an zu streamen und klauen euch die Zuschauer. Macht doch mal bitte was, Rocket Beans. Und du sitzt so da und denkst, okay, wir waren hier eine Gruppe von Freunden, wir wollen hier jedem erlauben, auch nebenbei zu streamen. Ja, wir wissen, es steht im Vertrag, das ist eine Konkurrenz. Wir haben es dann auch eine Weile einfach sein lassen. Wir haben eine Weile einfach uns das angeguckt und haben versucht rauszukriegen, wie uns das schadet, ob uns das schadet. Und dann wurde aber irgendwann, wurde dieser Druck auch der Öffentlichkeit dann so groß, dass auch klar war, okay, wir müssen wirklich was machen. Und wir haben ein Jahr lang, wirklich, und das meine ich, ich krieg das doch mit, ein Jahr lang machen sich all diese Leute immer und immer wieder Gedanken. Immer und fucking immer wieder Gedanken über ihre Mitarbeiter. Wie können wir es machen, dass die eine Sache, die sie eigentlich nicht dürfen, machen dürfen? Wie können wir ihnen das erlauben, ohne dass es direkt jeder darf? Wie können wir als Firma, die wir unsere Gehälter zahlen müssen, wie können wir genug Geld verdienen, sodass die Streamer, die das jetzt extern machen und die man vorher halt nicht so gut kannte, natürlich nehmen die was auch mit von dem Ganzen. Wie kann man es erlauben, wie kann man es möglich machen, dass diese Leute weiterhin die Firma finanzieren und den Leuten, die nicht ihre Fresse in die jede Kamera halten, wie kann man es erlauben, dass diese Leute auch ihren Job machen, dass diese Leute auch eine Gehaltserhöhung kriegen und nicht nur die Spacken, die alle ihre Fresse vor die Kamera halten, damit meine ich jetzt mich. Und die haben sich Gedanken gemacht, verdammt nochmal. Die haben sich wahnsinnige Gedanken gemacht und sie haben es geschafft, einen Weg zu finden. Und in dem Moment, in dem das, was 2 Jahre gefordert wurde, geändert wird, zu etwas, was einfacher ist, wird daran rumgehatet. Da muss doch jedem klar werden, da ist doch nicht mehr die Meinung das Fundament dieser Aussage, sondern da geht es nur noch darum, Feuer zu schüren. Da geht es nur noch darum, Ansagen zu machen, Leute in die Scheiße zu reiten, Leuten das Leben zu ruinieren. Ich könnte 3 oder 4 Leute aufzählen, die von hier weggegangen sind, denen danach noch das Leben ruiniert wurde. Das kann man nicht supporten. Das ist nicht zu unterstützen. Das ist schlicht und ergreifend einfach Gehässigkeit von Menschen, die nicht wissen, wohin damit. Die so viel davon haben, dass sie nicht wissen, wohin damit. Es kotzt mich wirklich an. Die aktuelle Lage kotzt mich so an, Leute. Man kann nichts mehr machen. Man wird nur noch vollgelabert. Jeder guckt nur noch nach den Flecken in der Scheiße. Jeder will nur noch irgendwie wissen, wie kann ich das zu meinem Zwecke verwenden? Wie kann ich mein Leben verändern, verbessern, wichtiger machen, als es ist, indem ich anfange, Leute, die nichts anderes machen als ein fucking Entertainment-Produkt, von vorne bis hinten permanent zu beleidigen, zu dissen, zu mobben. Das ist saudumm.
Das ist einfach saudumm. Hier sitzen Leute, die fangen an in den Medien. Und die Leute, die darüber meckern, die haben keine Ahnung von den Medien. Die würden nicht mal angenommen werden. Keiner von diesen Leuten würde auch nur ein Volontariat durchstehen. Und dann sitzt du da und siehst ganz viele Leute, 19 Jahre, 20 Jahre, 22 Jahre, die gerade hier anfangen. Die denken, was soll das denn? Bei welchem Drecksladen bin ich denn da gelandet? Dass die so eine Community haben. Ich erwarte wirklich, dass sich das ändert. Das meine ich wirklich ernst. Ich erwarte, dass man da mehr denkt, bevor man in ein Horn tutet, wo vorher jemand mit einem ganz ekelhaften Maul dran war. Man muss einfach aufpassen, wem man glaubt, was man glaubt, wie es läuft. Diese Firma hier hat sich hochgearbeitet von 5 Leuten. Und es ist ein fucking Erfolg. Wir hatten letztes Jahr das erfolgreichste Jahr seit unserer Firmengründung. Und trotzdem lese ich überall, dass es uns schlecht geht. Dass es Gründe gibt, warum der nicht streamen darf, da der weggeht. Was für ein Bullshit. Nein, es ist einfach gelogen. Es stimmt nicht. Man muss irgendwann noch mal sagen, jetzt reicht's. Es ist ein Punkt erreicht, wenn ich irgendwo hingehe und mich von Sponsoren und irgendwelchen anderen Leuten und Publishern fragen muss, was ist denn mit eurer Community los? Wer spinnt denn bei eurer Community so rum? Was ist denn euer Problem? Und damit meine ich die Community. Ich werde das permanent gefragt von Leuten von außerhalb. Da muss man sich doch fragen, ja, was ist denn da los? Was ist denn das Problem? Da kann ich Ede nur beipflichten. Man muss irgendwann noch einfach sagen, wisst ihr was? Dann geht. Dann meine ich nicht euch, aber ich meine die Leute, die sagen, aber die machen es ja nicht. Das ist es ja. Die Leute, die eigentlich gehen sollten, gehen nicht. Sondern seit 3 Jahren gucken sie nichts. Seit 3 Jahren deabonnieren sie unseren Kanal alle 2 Wochen. Oh, das ist ja schockierend. Oh, das ist aber fürchterlich. Das ist ja furchtbar. Oh nein, das ist ja, da habe ich ja noch nie gehört. Es ist alles ein Bullshit. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören, Leute. Ich möchte das aus diesem Chat, ich sag's jetzt mal ganz klar, ich möchte das aus diesem Chat raushalten. Ich habe mich jetzt zu Recht aufgeregt. Ich bin extrem emotionalisiert. Es nervt mich wirklich sehr, dass die eine Sache, die in meinem Leben cool ist, dass die jetzt immer mehr von ein paar Wichsern kaputt gemacht wird. Ich hab's satt. Von mir wird in Zukunft komplett alles geblockt, was mir auf den Sack geht. Alles, was mich hier in meinem Mon Official nervt, wird geblockt. Wundert euch nicht, ich blocke alles auf Twitter, ich blocke alles auf YouTube. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich habe genug von dieser vergammelten kleinen Scheiße, die sich in dieses Wasserreservoir einer ganzen Stadt jedes Mal tropfen lässt. Ich hab satt, dass sich jeder so von verarschen lässt, dass sich jeder so einfach voll labern lässt, dass jeder einfach alles glaubt, was irgendwo gesagt wird. Haben euch denn die letzten 5, 6 Jahre in den Medien überhaupt nichts beigebracht? Ich kann's einfach nicht fassen, als ob ich der einzige Erwachsene bin, in einem Kindergarten. In Ukraine sterben so viele fucking Leute. Warum habt ihr kein anderes Thema? Ist das euer Ernst? Das ist ein Luxusproblem, ob du streamen darfst oder nicht, weil du einen falschen Vertrag hast. Das ist ein fucking Luxusproblem. Ich hab wirklich satt, Leute. Ich geh jetzt kurz mal pissen. Wut pissen. Und danach komme ich wieder her und hab bessere Laune und dann spielen wir Elden Ring. Aber ich sag's euch, ich bin an einem Punkt, wo ich mich echt frage, was das alles noch soll. Ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich mich einfach frage, warum machst du nicht einfach nur Sub-Only-Chat, machst nur Abos und kümmerst einfach und hängst mit den Leuten ab, die wirklich Interesse an dir haben? Ich hab's so satt, dass jeder Hans doof denkt, er kann in den Chat und muss da jetzt Ärger machen. Und schlimmer ist noch, dass so viele Mitläufer immer mitmachen. Als ob sie wüssten, was passiert. Keiner hat eine Ahnung. 120 Mann intern haben eine Ahnung. Wenn ihr die fragen würdet, würdet ihr genau wissen, was da für eine Meinung bei rauskommt. Und das ist eine andere als die öffentliche. Und ich hab's echt satt. So, ich gehe jetzt kurz wutpissen. Bis dann. Jetzt kann er nicht mal richtig drücken, der Idiot.